Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der Feiertag. Ich bin mit den Hunden wieder hier in der kleinen Senke, sage ich immer dazu, unterwegs. Hier waren wir einige Tage nicht und es ist immer wieder überraschend, wie schnell dann alles auf einmal hochschießt und wie grün alles ist, wie schnell das Getreide auch kommt. Also es ist immer wieder von Neuem überraschend. Es ist nicht so ein besonders toller Himmel. Wir sind auch viel zu spät für einen besonders tollen Himmel. Das ist kurz vor 7. Ich komme im Moment einfach nicht hoch. Ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Ich kann auch kaum laufen. Ich habe eigentlich ein Problem. Ich wollte ein bisschen weiterlaufen heute, aber das geht nicht. Ich zeige euch das mal. Das sind meine, wie heißen diese Skechers oder wie die Schuhe heißen? Und die haben so eine Foamsohle oder wie das Ding heißt. Das ist total instabil, wenn man geht. Und jetzt habe ich das Problem, mein Knie tut schon nach 10 Schritten weh. Also das sind keine Schuhe, mit denen ich hier wandern kann. Aber ich habe gedacht, jetzt im Hochsommer, und es ist ja wirklich warm heute, kann ich jetzt endlich mal Turnschuhe anziehen und meine kaputten Wanderschuhe zu Hause lassen. Aber der Erfolg ist jetzt, ich kann nicht laufen. Das ist also, naja. Ich weiß, Schuhe ist immer ein scheiß Thema, bei mir zumindest. Nicht nur, dass die Füße wehtun meistens. Nee, jetzt habe ich auch mit dem Knie noch diese Problematik und das ist wirklich ärgerlich. Da kann ich jetzt nur so ein paar Meter gehen, dass die in Ruhe Zeitung lesen können. Ich vermute, Tara wird gleich wieder baden gehen müssen. Dann werden wir uns ein bisschen langsam hier hin und her bewegen. Und dann war es das erste. Das tut schon wunderbar. Ich habe so ganz einen großen... ich sehe hier Mohnblumen, die zeige ich euch gleich. Großen Schwarm Vögel gerade gesehen. Das waren alles mit Schimpfern Jungvögel, die flatterten und zwitscherten und zwitscherten. Das Plätschern ist auch kaum mal, aber jetzt sage ich euch Mohnblumen. Ich hoffe, meine Kamera. Oh, guck mal. Wie schön ist das denn? Das sieht man ja kaum noch, ne? Vielleicht kann ich mal näher rangehen. Vielleicht finde ich am Rand noch ein paar. Mal versuchen. Ich kann euch sogar eine Kornblume zeigen. Ich liebe Kornblumen. Es ist eine riesen Zoom-Geschichte jetzt, weil das nur eine einzige ist. Ziemlich weit weg. Vielleicht finde ich noch mehr. Ja, die Landschaft liegt ruhig und still. Es gefällt mir gut. Tara habe ich da. Miechen, wo ist meine Mimaus? Komm, mein Mädchen. Komm zu uns. Da ist er. Ja, mit gehen ist leider nichts. Geht gar nicht. Knie tut zu weh. Schade. Jetzt sind die bestimmt enttäuscht. Will ich mal ein bisschen langsam gehen, dass ich gucken können wenigstens. Diesen Weg sind wir ja oft gegangen und ihr seht jetzt, ich halte es mal ungefähr so kurz. So, ja, wie soll ich sagen, so kurz vor mich, so Schulterhöhe gehe ich mal hoch, um mal zu zeigen, wie hoch das Getreide schon steht. Also sagenhaft nicht, wie schnell das auf einmal dann hochschießt. Hört ihr das Gezwitscher? Das ist dieser Vogelschwarm, von dem ich euch vorhin erzählt. Ich glaube, die haben da vorne. Gucken, ob wir was sehen können auf der Straße. Vielleicht habe ich Glück. Ja, ein paar kleine Zwitscher da rum. Einer noch. Zwei, drei, vier, fünf. Da sind doch einige da. Mal gucken, ob wir uns ein bisschen ranpirschen können. Und schießen tun sie wieder leider. Ich kann euch ein Reh zeigen, es guckt aus dem hohen Gras. Ist sehr weit weg aber auch. Ja, jetzt bietet das Gras wieder Deckung. Und Tara hat es natürlich sofort wieder ausgenutzt, das alte Luder. Eigentlich wollte ich ja wieder Richtung alten Hof laufen. Das ist so richtig schön da, oder? So richtig schön altmodisch. Und daneben... Da oben steht die Bank. Da seht ihr sie. Komme ich heute aber leider mit dem Knie nicht hin. Kein Gedanke dran. Zeige euch noch mal einmal so einen kleinen Rundumschwenk. Ja, hier ist es ganz schön und vor allen Dingen ruhig. Leider schießt man wieder. Das ist weniger schön. Ja, die Sonne ist heute
nicht besonders spektakulär. Sie ist hell, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und es ist jetzt schon richtig warm. Ja. Ja, das wird den Hunden langweilig. Wir haben zwar viel Platz bei uns, aber wir haben alles so verwildert, die können kaum noch laufen. Und die Wiese ums Haus rum von den Bauern, die große Wiese, Weide oder eine Weide war es nicht, eine Wiese, die ist untergeflüscht worden. Da wird jetzt irgendwas ausgesät. Da konnten sie sonst ein bisschen auf dieser Wiese noch laufen, aber bei uns ist es einfach zu verwurstelt. Ja. Diese vielen kleinen Vögel wieder. Sehr, sehr weit. Ich kann nicht erkennen, was es für Vögel sind. Ich weiß wohl, dass es viele, viele, viele sind. Viel, viel mehr, als wir jetzt im Bild haben. Und die zwitschern und zwitschern die ganze Zeit. Ja, mit dem Gehen ist heute blöd. Aber wenn ich jetzt weitergehe, dann habe ich ja, kenne ich schon aus Erfahrung, werde ich Gott weiß, was für Probleme wieder mit dem Knie haben. Das ist die Sache nicht wert. Gehe noch so ein paar langsame Schritte mit den Hunden und dann können sie in Ruhe gucken. Ist auch schön. Hier blühen mal ein paar Gräser. Seht ihr? Ist fein. Ansonsten ist der Rand sehr, sehr hoch. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, es sind gar keine Blumen da. Ne? Seht ihr, was ich meine? Ja. Und es sind im Grunde, ich gucke gerade so, 3, 4, 5 verschiedene Grassorten. Tja, früher hätte hier Kamille gestanden. Es ist so ein ganz bisschen krüppelig. Ich habe unten so ein bisschen Hirtentäschel da. Ich weiß nicht, ob ich es zeigen kann. Da ist noch ein bisschen Hirtentäschel. Es ist wenig, wenig, wenig. Hier blüht ein anderes Gras. Vielleicht kann ich es euch zeigen. Das ist schwierig, ne? So Gräser sind so fein. Schwer zu zeigen. Hier blüht noch ein anderes. Da kann man es interessanter. Nein, das ist schwierig. Gucken, ob ich es klarstellen kann. Nee, ich kann es nicht wirklich klarstellen. Ich muss weiter weg. Und dann kann man es nicht mehr sehen, richtig. Seht ihr, das ist schwierig zu zeigen. Aber das blüht auch. Ja, das ist das, was es jetzt hier gibt. Tara sehe ich schon wieder nicht. Tara, komm zurück! Sag mal. Die nutzt das immer sofort aus. Das Reh ist nicht mehr da. Tara, komm jetzt! Komm raus! Jetzt muss ich aber schimpfen. Hier blühende Gräser, ganz hoch, die höher als ich, der oberste. Die Gräser sind immer so ein bisschen unscheinbar. Ich mag Gräser eigentlich sehr gerne. Hab nichts gegen Gräser, auf keinen Fall. Nur, es wäre so schön, wenn wir noch ein paar Blumen. Tara, stop it! Muss richtig schimpfen mit ihr. Sie ist in die Wiese gelaufen, hat rumgestöbert. Jetzt ist Mia weg. Irgendwie, nee, Mia ist nicht weg. Entschuldigung, Mia ist neben mir. Ich bin schon so verrückt, dass ich denke mal, so, ihr bleibt beide bei mir jetzt. Oh. In der Wiese darf man auf keinen Fall stöbern oder im Feld. Da liegen die Rehe. Dann sehen das die Jäger. Und wir wollen ja auch keine Rehe aufstorchen und keine Rehkitze. Oh, wenn das die Jäger nur ein, zwei Mal sehen, kann man ernsthafte Probleme kriegen. Und wir wollen das ja auch vom Prinzip nicht. Jäger hin, Jäger her. Soll mir wurscht sein, aber ich will nicht, dass meine Hunde andere Tiere aufstöbern. Ja, jetzt tut sie so, als wenn sie gar nicht weiß, von wem die Rede ist. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wer gemeint ist. Ich habe gar keine Ahnung, wer da im Feld war, ne? Ah, diese Hunde. Viele Brennnesseln auch hier. Wisst ihr, dass man diese Körnchen in der, die sind noch ein bisschen zu. Die kann man essen und die kann man trocknen, über Salat geben, so super gesund. Ja? Diese kleinen Samenkörnchen hinterher. Super gesunde Sache. Ja, an die Mohnblumen komme ich nicht näher ran. Ich zoome mal. Da sehe ich gerade noch eine leuchten. Zu schön. Na, da unten ist noch ein bisschen was, aber ist das nicht immer herrlich? Ach, ich liebe das. Ja, ich bin jetzt schon wieder an der kleinen Brücke. Plätschern ist heute nicht sehr laut, weil es ist zu sehr zugewachsen, seht ihr? Es ist zu sehr zugewachsen. Das passiert, wenn man es nicht freischneidet. Also da hat es schon sehr viel Sinn, wenn man solche Gräben freischaltet, freischaltet wieder für den Durchfluss, freischneidet. Ansonsten würde das immer weiter zuwuchern und würde nicht mehr fließen können.
Tara höre ich schon gerade plätschern. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen hören. Man ist ja schon dankbar für so Kleinigkeiten, oder? Ein Kuckuck habe ich gehört in der Ferne. Ganz viele Babyvögel zwetschen und quäken. Von hier aus kann ich diese kleine Ecke mit dem Mohn auch sehen. Ansonsten ist die ganze Landschaft leer. Ich mache mich langsam auf den Rückweg. Für heute war es das von uns. Macht's gut, wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Bye. Sehen kann ich sie nicht. Sie sitzen irgendwo in den Bäumen da oben. Man ahnt sie. Das sind Jungvögel, das sieht man am Flattern. Die flattern noch so ganz schnell und ganz ein bisschen taumelig. Fliegen sie weg, die meisten. Ich weiß nicht, ob die Kamera wirklich so viel Mikrofon schleckert, dass sie das richtig zeigen kann. Aber wenn man hier drunter steht, es ist ein Trillieren und ein Jubilieren. Es ist einfach schön. Einfach herrlich. Man braucht gar nicht schnell gehen. Man kann einfach ganz langsam ein paar Meter gehen und kann schon so viel entdecken. Man muss halt nur mal aufmerksam sein. Guck mal, da haben wir jetzt einen kleinen Falter entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch den noch zeigen kann. Der ist wirklich klein. Seht ihr den? Ganz, ganz klein ist der. So klein wie mein Fingernagel. So, jetzt sage ich aber Tschüss mit ihm. Tschüss, du kleiner Falter. Tschüss. So, ihr Lieben, ich hänge noch ein paar Fotos an. Das ist die erste kleine Rose, die ich gesehen habe. Eine Hundsrose. Ein kleiner Flattermann, ein schillernder, ein bunzig kleiner. Und Kamille, nein, ist keine echte, ganz bestimmt nicht. Und dann noch vielleicht ein Huflattich, ich bin mir nicht sicher. Ich will auch nichts Falsches sagen, es ist schön, es ist gelb, reicht uns aus. Und ganz zum Schluss nochmal der wunderschöne Mohn. Bis bald, macht's gut, bye bye. Guten Morgen, ihr Lieben. Kopje Tee am Start. Gestern noch ein paar Sachen weitergemacht, also ich zeige euch das nochmal. Das war das mit diesen Stockrosen als Hintergrund jeweils. Man kann da jetzt, wenn man will, hier noch einen Spruch oder ein Wort reinschreiben. Das ist noch frei. Das hatten wir ja zusammen gemacht mit dem Herzlich Willkommen. Es gefällt mir nach wie vor sehr gut. Dann hatte ich noch dies gemacht. Ich muss mal etwas hören. Ne? Mit Humor lässt sich im Leben vieles leichter nehmen. Das ist auch mit, da ist eine Dahlie drauf, ist keine Stockrose. Finde ich auch ganz schön. Und da ist noch ein bisschen Platz, um Wörter oder irgendwas mit drauf zu schreiben oder zu geben. Hier ist noch viel Platz. Das ist also noch die Möglichkeit, alles Mögliche. Und da ist die Rückseite auch ein bisschen gestaltet. Und den hatte ich euch schon gezeigt. So, das war das von gestern. Das legen wir weg. Dann, bevor ich überhaupt was anderes mache, dann muss ich mich bedanken. Ich bekam eine ganz, ganz tolle Überraschungspost. Ich packe es mal eben aus. Ich gucke mal gerade, dass wir um Gottes Willen nicht irgendwelche Namen da offen haben. Nein. Ach, guck mal, ich sehe gerade, hier unten sind noch Pappstückchen drin. Kann man auch noch gebrauchen. Und das Papier kann ich gleich hier lassen. Das kann ich gebrauchen, das Küchenpapier. So, ich muss mal eben... Einen Moment, ist da noch was drin? Nein, das sah nur so aus. Und zwar möchte ich mich ganz, ganz lieb bei der Nadine bedanken, die mir die gefragt hat, ob ich vielleicht Zigarrenkästchen haben möchte. Ja, ich wollte gerne Zigarrenkästchen haben, schon lange.
und habe mich so super gefreut. Die kamen nämlich gestern sofort an und die sind richtig klasse. Ich zeige euch die mal. Oh, Moment, ich muss eben auch mal. Ganz stabil und die sind richtig klasse. Da ist noch so ein Bänkchen dabei. Da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Das ist natürlich nicht schön, ne? Zeige ich gleich. Und das ist auch ganz toll. Hier ist ein ganz tolles Bild drunter, theoretisch. Habe ich aber noch nicht frei. Und finde die ganz, ganz toll. Ich hoffe, ich bin in der Kamera gefahren. Dieses ist besonders schön, mit einem besonders schönen Bild. Ich stehe mal auf, dass ihr es mal seht. Das finde ich wirklich toll gemacht. Da habe ich es mit einer Heißluftpistole versucht, dieses Schild abzumachen. Ihr seht, das ist hier echt klasse gemacht. Hier innen, ne, das kann man so hochschlagen. Warte mal, Moment. So, ne, so. Und hier war auch so ein Schild. Das konnte ich rückstandslos, ein bisschen Heißluftpistole. Also ich werde dieses vielleicht einfach so ein kleines Stück, hier ist leider die Banderole ein bisschen schräg, aber ich werde hier einfach was drüber kleben und den Rest lasse ich einfach. Weil ich finde es wirklich sehr, sehr schön, das Kästchen. Und jetzt habe ich noch eins. Da steht bitte öffnen dran. Das habe ich. Und da hat, upsala, fällt schon da raus, Entschuldigung, ist irgendwie zu sehr verwerstet worden. Und da hat sie mir was ganz Nettes gebastelt. Das will ich euch gerne mal in groß zeigen, finde ich ganz, ganz toll. Eine super schöne Idee. Also finde ich sehr, sehr schön, so zusammengepatcht, gestempelt und gestenzelt und so Art, ja, so Karten, wisst ihr, so, wie sagt man so, Abrisskarten, ne, Fahrkarten. Dann hier ganz tolle Takes. Das gefällt mir ganz besonders hier. Ganz toll. Man kann das alles da. Ich habe es ein bisschen blöd in der Hand. Man kann es ganz wunderbar einschieben, wenn man es nicht so doof in der Hand hat wie ich. Und hier sind noch diese Sachen so drauf getackert. Finde ich ganz, ganz toll mit diesem alten Blend. Irgendwas mit Blend. Was es mal geheißen hat, weiß ich nicht. Oben noch eine schöne Spitze drin und ein richtiger schöner Tag. Den lege ich mir schön weg. Vielen Dank, habe mich sehr, sehr gefreut. Und da möchte ich euch auch noch ihre Karte zeigen. Die hat auch noch eine ganz schöne Karte beigelegt. Mit Sicherheit selbst gemacht. Also vielen Dank, es hat mich wirklich sehr gefreut. Besonders über das Gebastelte habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich lege das jetzt alles erstmal weg. Ich versuche, die Schildchen abzulösen. Und ich weiß noch nicht, dieses ganz Schöne möchte ich wohl so behalten. Ne? Vielleicht für irgendwelche kleinen Sachen, die ich habe. Wenn diese beiden sind sehr, sehr groß und stabil. Die sind richtig klasse. Vielleicht können wir die Papiere lösen und bekleben. Aber ich lasse das erstmal, weil ich habe im Moment so viele andere Projekte. Ich stelle das nur mal kurz auf die Seite. Also ganz, ganz lieben Dank. Das war wirklich sehr nett, dass du an mich gedacht hast in dieser Sache. Es freut mich sehr und ich werde es bestimmt verwenden. So, ich bin wieder an meine Tüte gegangen und habe aus einem, das hat mir die, das habe ich gerade noch gewusst. Also mein Namensgedächtnis, es ist eine Katastrophe. Ich hoffe, habe ich jetzt den richtigen Namen? Nein, 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 das ist eine andere. Ein anderer Umschlag. Bitte schön. Ich glaube. Mein Gott, war das nicht Ulrike? Oh Gott, Kinder. Es tut mir leid. Ich weiß sowas immer nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist bei mir Hopfen und Malz verloren. Das ist meins. Ich dachte, es wäre Ulrike gewesen, die mir das geschickt hätte. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Bitte seid mir nicht böse. Ich finde es jetzt natürlich auch so. Das ist nichts. Das sind meine alten Kinderbilder. Also bitte entschuldigt. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir gerade. Ich finde auch jetzt den Umschlag nicht. Wie ist das komisch? Das muss die gewesen sein. Nee, das könnte auch von Corinna gewesen sein. Habe ich das hier rausgezogen? Ja, das sind die gleichen. Guck mal, bis ich hier wieder dahinter komme. Nein, das habe ich von Corinna bekommen. Dankeschön, das habe ich schon eine ganze Zeit. Und da habe ich auch schon einiges rausverwendet, aber ich habe jetzt einfach vorhin so reingegriffen. Und hier ist noch sowas. Ich will mal gucken, was wir damit machen können. So, jetzt habe ich noch einen Umschlag in der Hand. Was haben wir denn da? Das ist von Uta.
Und vielleicht können wir, ach ja, ich erinnere mich, da waren auch so tolle Sachen drin. Und da waren diese tollen Papiere auch mit drin. Dieses tolle handgeschöpfte Papier. Ich lasse es jetzt mal eben, weil ich habe schon so viel auf dem Tisch, dass wir nicht ganz durcheinander geraten jetzt. Einen Moment, ich muss das alles wieder zurückgeben. Also das ist für mich nicht ganz einfach mit euren vielen Künstlernamen. Ich habe es euch schon mal gesagt. So, jetzt bin ich wieder da. Wir schneiden hier mal ein bisschen was aus und machen ein paar Text, dachte ich, zusammen. Es ist sehr schön. So eine, wie sagt man, Stanze hätte ich gern. Aber ich habe gar nicht. Ich überlege gerade. Doch, ich schneide es aus. Ja. Warte mal, ich schneide es mal so aus, dass wir vielleicht hier so kleine Schilder überbehalten. Das ist nämlich ein ganz, ganz tolles Papier hier. Darf man das kann man alles noch verwenden, wenn man ehrlich ist. Das braucht man nicht wegtun. So. Ja. Tja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Ja doch, warum soll ich das nicht erzählen? Also, es ist ja so... Ihr wisst ja, es kommt ja das kleine, ich weiß nicht genau, wie das hier ist, das sieht man ganz schlecht bei diesem Stempel, aber es kommt nicht so genau drauf an. Ist nicht so genau, wir sind nicht so pingelig, oder? Nee, so pingelig sind wir nicht. Wunderbar. Ihr wisst ja, das Büchlein wird versteigert, versteigert wäre auch noch eine gute Idee, wird verlost, was ich nach der Idee von Luise Heinzel gemacht habe. Und haben sich wirklich schon eine ganze Menge Leute, das will ich mal aufheben, Menge Leute gemeldet, freue mich sehr darüber. Und es haben sich auch Leute gemeldet, die ich gar nicht kannte und nur vom Namen her und die ich auf jeden Fall gar nicht, naja. Und da stellte sich raus, die gucken, glaube ich, gar nicht die Filme. Und dann habe ich geschrieben, das wurde, weiß nicht, ob es falsch eigentlich ist das Buch so in Anführungsstrichen als Belohnung für die gedacht, die wirklich immer treu und brav meine Filme gucken, gell? Und da sind ja einige, die das wirklich tun. Und so habe ich es auch gedacht, dass ich denen eine kleine Freude mache, ne? Naja, und dann kam die nächste und sagt, ja, auch ein Lostopf, dann möchte ich auch mit rein. Ja, gut, ja, okay. Und dann sollte ich ihr erklären, warum ich was gemacht hätte. Und dann habe ich gesagt, hast du die Filme denn gar nicht gesehen? Nö, welche Filme? Also finde wo doof Filme. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Daraufhin hat jetzt die erste wieder gesagt, ah, sie guckt die Filme nicht oder irgendwas und sie kennt mich noch nicht lange und dann wollte sie wieder raus aus dem Lostopf. Ja, habe ich gesagt, okay, die nächste. Ja, wenn sie da nicht zugehört, wisst ihr Kinder, diese fiese Mittenten da, das ist so anstrengend. Ich versuche möglichst immer alles deutlich zu erklären. Ihr könnt euch jetzt nicht vorstellen, wie viele E-Mails mich im Moment erreichen, wie viele persönliche Nachrichten, wie viele Kommentare und auf alles versuche ich zu antworten. Und manche machen es dann 2-3 Mal hin und her, kreuz und quer. Und diese Frage noch und jene Frage noch. Es ist ja in Ordnung. Natürlich soll der Mensch fragen. Das ist ganz klar. Man soll fragen. Man wird ja sonst dumm sterben. Aber habt doch ein bisschen Einsehen. Wisst ihr, bin ja auch nur Mensch. Ne? Meine Zeit ist auch nicht unendlich. Ne? Das ist sehr schön, das Papier hebe ich auf. Da kann man garantiert was mitmachen. Und hier ist auch noch ein schönes großes Stück. Das will ich mal auch sofort retten. Das ist wirklich ein schönes Papier. Also da kann man Schildchen draus machen. Das lege ich gleich in die Kramkiste rein. Ne? Ich schneide noch mal ein bisschen aus. Oh, ich habe jetzt gerade noch was gefunden. Das ist ein bisschen undeutlich auf diesem hier. Aber dann fand ich hier so... Hieroglyphen sind das anscheinend und das sind ja wirklich interessante. Oder dieses Notenpapier. Dann würde ich bevorzugen, dieses Notenpapier einmal zu verwenden. Das finde ich ja richtig klasse hier, das muss ich aber schon mal sagen. Ich habe nämlich noch was gefunden, das zeige ich euch sofort. Könntest du eine kleine Karte damit machen? Ich denke, das wird ein bisschen überstehen, aber das ist nicht schlimm. Das, was ich ausgeschnitten habe. Ähm,
wirklich schon vertrottelt. Warte mal, den können wir erst nehmen vielleicht. Ja, das ist eine Menge Arbeit mit dem ganzen Projekt, mit dem Buch. Das muss ich euch sagen. Nicht, dass ich mich beschweren will, aber ich muss zugeben, ich habe es etwas unterschätzt. Viele machen mir wirklich Probleme mit ihren Doppelnamen. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß es. Es ist auch jetzt kein Vorwurf. Es ist nur eine Feststellung. Und dann habe ich die zweimal, oder manche haben zweimal sich gemeldet. Einmal hier, einmal da, einmal dort. Dann denke ich, oh, das sind ja vielleicht die gleichen Personen. Bei manchen musste ich gucken, anderer Name oder wie oder was. Was ist da jetzt los? Gott im Himmel, habe ich gedacht, das kann doch nicht mehr wahr sein. Ich komme nicht mehr durch. Ne? Ja, das habe ich auf der Rückseite von dem Notenpapier gefunden. Ich weiß nicht, das ist vielleicht eine Serviette gewesen oder sowas. Das finde ich richtig süß. Wir schneiden das Dach mal aus. Wir können ja alles verwenden und das tun wir ja auch gerne. Und da werden wir uns eine ganz niedliche kleine Karte mitgestalten. Das können wir schon mal aufkleben. Das, hey, habe mich erschrocken. Meine Güte. Mia, lass das doch. Ich habe mich wirklich erschrocken gerade. Dummes Tier, blödes. Vielleicht hat euch der kleine Spaziergang heute Morgen gefallen. War nichts Besonderes. Ich habe mich ja wieder vorgeschaltet. Ich hoffe, ich vergesse nicht wieder die Uhrzeit zu nennen, wo wir basteln anfangen. Letztens hat jemand sich beschwert, da hatte ich es vergessen. Sie wollte das nicht sehen mit diesen Spaziergängen. Wisst ihr, ist keine böse Absicht, aber ich habe im Moment so viel zu denken. Aber das ist nicht. So, die Täubchen. Oh, das ist ein halbes Täubchen leider nur. Können wir da ein halbes Täubchen so aus dem Bild rausflattern lassen vielleicht? Wir versuchen das mal. Vielleicht war das eine Serviette. Ich weiß es nicht. Es war irgendwas Tolles auf jeden Fall. Guck mal hier, diese ganz kleinen können wir nicht gebrauchen. Das ist dumm, du kleine Taube, du. Die ist süß, die Vogel, ne? Das ist richtig süß. Ich habe doch hier so schöne kleine Doilies. Klebe ich einfach mal so auf die Ecke drauf hier. Das ist richtig ruinlos. So schön. Verdäulis habe ich selber immer nie. Weiß auch nicht. Ich habe nur so ganz große gehabt. Doch, ich habe welche. Die sind blau-weiß getupft. Die sind ganz lustig. Aber man kann sie nicht viel gebrauchen, weil die sind so extremistisch in ihrer Farbe. So, und jetzt kommt das kleine Täubchen da drauf. So, du. Kleines Täubchen, du. Mache ich das jetzt noch mal kurz hoch? Warte mal. Ja, das machen wir noch mal so ein bisschen hoch. Schon mal andrücken ein bisschen. Ach, das finde ich ja mal ganz süß. Fällt uns da noch was zu ein? Ach, hätte ich besser andersrum gemacht. Wünsche werden wahr, hätte ich da noch mit drauf geben können. Das ist besser, dieses hier. Wisst ihr was? Ich klebe es trotzdem drauf. Ich finde es trotzdem sehr schön. Ich hätte es jetzt anders überlegen sollen, aber ist egal. Die kleine Taube, die bringt die Wünsche. Wünsche werden wahr. Das ist ein schöner Stempel, das muss ich schon sagen. Gefällt mir gut. So, wir haben jetzt noch eine Rückseite. Und das ist so schade, das Papier. Warte mal, vielleicht, ich hatte so Reste gerade. Moment, die reiße ich mal ganz klein. Die waren nicht so richtig prickelnd vom Stempeln, aber man kann ja eigentlich nicht alles verwenden. Das wisst ihr ja, nichts wegwerfen. Ne? Wir machen aus allem irgend noch was. Auf jeden Fall. Und dann machen wir die Rückseite mit denen, die nicht ganz so klar sind vielleicht. Und gucken mal, wie weit wir da mit dem Zeug kommen. Ja, morgen Abend, Mitternacht, ist Schluss für das Losgeschehen. Ne?
Und am Sonntag auf jeden Fall gibt es dann den nächsten Film, wo ich dann zeige, wer gewonnen hat. Oh, hier geblieben. Ja, naja, ich habe das schon so gedacht, dass ich gedacht habe, ich möchte denen, die immer gerne gucken bei mir. Und jetzt habe ich das Papier wieder runtergeschmissen, aber ich habe es. Oh, bei der Gelegenheit, da sehe ich gerade, warte mal, ich setze mal die Brille auf. Mein ganzer Fußboden ist voll mit kleinen Strippelstreifen. Wisst ihr was? Weggeschmissen hat man ja immer alles schnell. Aber guck mal, was ich hier alles wieder finde. Sag mal ganz selber, das kann man doch noch verwenden. Oh, und da muss ich mir auf jeden Fall noch mal bücken. Und da ist nämlich eine Sache runtergefallen. Ein Schmetterling ist noch runtergefallen. Das war gut, dass ich mal genau geguckt habe mit Brille. Ja, gut, dass wir mal darüber gesprochen haben, was da auf der Erde alles rumzwitschert. Das ist nicht zu glauben, oder? Naja, wenn wir es jetzt haben, kleben wir es auch auf. Ich habe mich jetzt extra gebückt. Jetzt kleben wir es auch auf. Also auf Biegenhof brechen kommt das jetzt hier mit rup. Schneid das mal eben ein bisschen passend. Das ist nicht viel. Das sind nur so kleine Mini-Ecken hier. Ja, heute Nachmittag soll es bei uns jetzt wieder gewittern. Da mache ich mal einen Viertelinch raus. Eine kleine Abrundung nur. Okay. Wünsche werden wahr. Finde ich süß. Was machen wir mit der Ecke da oben? Fällt uns da noch irgendwas ein? Habe ich da noch irgendwas irgendwie so rum? Ah, ich habe irgendwie so ein Haar im Auge. Es fehlt noch ein Stück. Also man kann es nicht glauben, dass jemand, der auf 1 Million Tonnen Papier sitzt, nicht ein Stück Papier übrig hat irgendwo. Ah, Petra. Mein tolles Papier, mein super tolles Papierchen. Dann kommt das da auch noch mit drauf. Dann haben wir den Rest auch noch mit. Guck mal. Naja, besser geht es doch gar nicht. Besser geht es doch gar nicht, oder? So. Das heben wir auf, dann machen wir gleich was mit. Wo habe ich mein Pömmelchen? Ach, diese Schwämme, diese Bürsten finde ich jetzt nicht so prickelnd. So. Ach, das ist das Neue und da ist noch Rot dran. Ist egal. Das neue Stempelkissen und es ist noch rot am Kissen, so wollte ich sagen. Am Dingensbummens. Also, das kann man, wenn man das möchte, noch weiter bearbeiten. Ich muss jetzt mal eben etwas Platz schaffen hier. Moment. Das ist meine erste Karte aus, wirklich aus Sachen, die man mir geschickt hat. Und von mir so zwei kleine Strippel, aber ich finde das richtig süß. Jetzt kann man hier noch was draufschreiben, ne, wenn man möchte. So, das war Number One. Dann haben wir hier jede Menge von diesen schönen Tags. Fangen wir mit irgendeinem mal, also beziehungsweise wir können zwei verschiedene mal sehen, dass wir vielleicht zwei verschiedene haben. Oder drei. Was habe ich denn da alles? Guck mal hier. Handmade. Den finde ich besonders schön. Den sollte ich mir mal. Sind alles verschiedene. Ticket. Bicycle habe ich auch. Nee, Ticket habe ich zweimal. Bicycle habe ich zweimal. Schlüssel habe ich zweimal. So, dann hätte ich jetzt hier Ticket. Hätte ich vier Stück, die wir machen wir vier Stück noch. Auf irgendeine Art. Hier habe ich sogar noch eine kleine. Oh, hier ist noch ein Stück Spitze. Warte mal. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt kriege ich die Spitze dann nicht mehr drum. Pass auf. Jetzt machen wir das anders. Jetzt tackern wir da die Spitze noch dran.
Und schon sind wir fertig mit allem, was wir uns vorgestellt haben. Zack. Wo ist mein dicke Dacker? Warte, ich muss anders in der Hand halten. Sag mal. So, jetzt ist es fertig. In der Sekunde, jetzt ist es fertig. Na, besser geht's doch nicht mehr. Okay. Wir drehen das mal um. Guck mal, da ist sogar noch ein Stück Washi drauf. Den lassen wir natürlich drauf, den Washi-Lino, ne? Klar. Da haben wir auch wieder eins, das ist zwar sehr schön. Ich guck gerade, Moment, ich hatte doch so eins zum Zerreißen freigegeben. War das vielleicht? Das war das. Da reiße ich jetzt richtig kleine Stücke raus. Ich mache alles kaputt, sagt sie dann zu mir hinterher. Oh, oh, oh. Ich mache, die Frau macht alles kaputt, Hilfe. Alles, was man ihr schickt, macht sie kaputt. Das ist ja schrecklich. Das ist ein tolles Papier mit diesen Insekten. Gefällt mir richtig gut. Ich überlege, was wir damit machen könnten. Ich reiß mal. Vorsichtshalber. Das möchte ich aufheben. Wünsche werden wahr. Das möchte ich gerne. Habe ich jetzt 4 Insekten auf irgendeine Art und Weise? Jo, habe ich. Ich habe 4 Insekten auf irgendeine Art und Weise, habe ich die. Warte mal, da habe ich selber auch noch so ein Washi oder so. Ich habe hier noch so ein Papier. Was habe ich denn da? Da ist noch so ein Herz. So ein Herz habe ich da. Können wir alles verwenden, was wir hier haben. Ich brauche aber doch noch ein bisschen Papier dazu. Das ist ein bisschen arg wenig, was ich jetzt hier auf dem Tisch habe. Nee, das nicht. Da sind die immer zu schade, die Reste. Ich habe keine Panik, ja. Ich habe ja Reste. Riecht euch doch nicht auf. Ich habe doch recht. Ich habe doch alles. Meine Güte. Frau hat doch alles. Hab doch alles am Start hier. Ist doch kein Mangel dran. Okay. Jetzt müssen wir erstmal kleben, sonst werden wir irre. Jetzt fangen wir an. Jetzt geht's los. Ich hatte doch von diesen Notengedöns noch was. Okay, das kann ich, glaube ich, besser reißen. Das ist schon so schön vorgedingsbumst. Wir machen das anders. Da machen wir kurz einen Prozess mit diesem Teil hier. Halt, mein Freund. Wir werden gleich in die Luft gehen. Also muss ich ungefähr so breit werden. So breit. So. Und ungefähr. So, okay. Und nun schneiden wir das einmal nochmal aus. Ja, mit diesen ganzen Verlosungen. Ihr wisst ja um die Problematik beim letzten Mal, dass ich ja netterweise darauf hingewiesen worden war, das muss ich beachten, jenes muss ich beachten und. Und ich gesagt habe, so, jetzt machen wir das ganz anders. Ich verschenke das an jemanden von Mensch zu Mensch, so ungefähr. Ne? Ihr wisst ja, warum das alles so ein bisschen schwierig ist. Jetzt haben wir hier die Biene. Ich würde gerne die Biene da drauf kleben und das machen wir auch. Die Biene, die schneide ich dann zu. Jetzt mal gucken, weil da fehlt leider so ein kleines Stückli, aber das ist gar nicht. Ich muss nur gucken, dass ich. Warte mal. Ah, das ist ein bisschen schwierig.
Ist ein bisschen doof, weil da ein Stück fehlt. Warte. Müssen wir anders machen. Wenn ich jetzt zu runter gehe, dann ist der Kopf hinter nicht da. Das ist mein Problem. Okay. Geht diese Ecke wieder. Das sieht zwar toll aus, so eine Form, aber wenn man die 100-mal nachschneiden muss, ist es auch nervig. So, das reicht mir schon, ganz ehrlich. Wir machen jetzt noch ein Loch rein. Wo ist der Einlochlocher? Jetzt habe ich schon so schön geordnet. Aber das kommt, weil ich das ganze Papier da drüber geschmissen habe. Warte mal, ich muss das Papier mal eben. Da ist der Einlochlocher. Wir haben es doch alles hier. Ist doch nicht so, dass wir es nicht hätten. So, jetzt zwitschern wir da ganz schnell mit Braun drumherum, dass wir möglichst wenig. So. Und den mache ich einfach so ein ganz klein bisschen auf Alt, so ein ganz klein bisschen. Und das ist eigentlich schon genug, meines Erachtens. So, den legen wir schon mal zu den fertigen Sachen. Dann könnten wir das jetzt hier so machen. Da haben wir das. Da haben wir das. Das Herz, das Herzelino. Und dann brauchen wir noch irgendwas anderes hier. Nehmen wir dann, das ist noch ein absoluter kleiner Rest, den wir auch noch verwenden können jetzt. Das ist schief und schief. Das ist Englisch. Machen wir das da oben noch drauf. Okay. Du bist so am Pusten. Bist du wieder abgehauen? Oder ist zu warm draußen? Wer bist du denn? Ach, das ist die Mimaus. Ja, das ist dir zu warm mit dem Herz, ne? Das glaube ich wohl. Spätzchen. Oh, leider hat sie wieder ein paar Mal so husten müssen. Und das war nicht schön, weil dann sieht man wieder, das ist das Herz, was ihr Probleme macht. Das arme kleine Hundeherzchen. Die bekommt ja auch immer schon Tabletten und Entwässerung. Und ach, weiß der Teufel, was dieser Hund noch nie ist. Ein Hund so teuer gewesen wie sie. Ist richtig teuer, die Tabletten. Mein Gott, die ziehen aber auch ins Geld. Ganz ehrlich, richtig doll. Mach hier noch mal kurz. Das ist ein bisschen beschichtet, das Papier, aber wir kriegen das schon hin. So. Warte mal, da machen wir das mal eben ganz gerade. Das sieht dann besser aus. Und hier auch. Okay. Weil die Form ist so schön gebogen, aber die kriege ich so mit der Schere nur schwer hin. Und dann lassen wir das so, wie es ist. Okay. Ich lasse es so, wie es ist. Finde ich ganz nett. So, jetzt haben wir hier Number. Nee, das ist schon 3. Das ist schon die Nummer 3. Jetzt haben wir das noch gar nicht verwendet. Ach du liebe Zeit, jetzt behelfen wir uns hier mit anderem Zeugs. Jo. Was haben wir denn hier alles für gute Sachen? Das hätte ich jetzt ganz gern mal so gemacht. Wir kleben mal kurz. Wir kleben mal das hier drauf. Das sieht ja besonders toll aus mit diesem Rand da oben. Mei, ist das klasse, oder? Mei. Richtig klasse gemacht. Wir brauchen jetzt nach unten was. Nehmen wir das.
Schlüsselfussel hier drauf. Und die Ecke unten können wir noch so zuklebern. So, dann schneide ich das nochmal nach. Ja, also ich bin schon sehr gespannt und freue mich sehr auf das Buch. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie ich das am besten handeln kann, weil ich jetzt, wisst ihr, die meisten können sich es vielleicht nicht vorstellen, aber es ist organisatorisch relativ schwierig, wenn man 50 Seiten hat. Und wenn man ganz viele Leute haben, die sagen, nee, vielleicht oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder ich weiß nicht wann und wie und wer oder vielleicht doch nicht, dann sagt man natürlich ein paar ab, weil die stehen schon von Anfang an auf der Warte oder auf der Liste, sagen wir mal, auf der Liste. Und man sagt dann, ja, es tut mir leid, ich bin jetzt wirklich voll, es geht nicht mehr. Und dann kommen womöglich die Sachen nicht, man weiß es ja halt nicht, man kann es nicht einschätzen. Ne? Ja, dann habe ich ja auch schon gesagt, okay, wir haben Zeit. Das ist übrigens toll geworden, ne, mit der Sache da. Wir haben Zeit bis Ende Juni, was natürlich ein sehr weites Feld ist für so ein Buch. Ich meine, ganz ehrlich, eine Seite gestalten, nicht so dramatisch für die meisten Leute jedenfalls. Und jetzt kann ich nur so machen. Ich zeig's euch mal. Ist hübsch geworden, finde ich ja. Jetzt kann ich nur so machen, dass ich sage, okay, ich hebe alles auf, was kommt. Werde das durchnummerieren. Moment. Ich muss mich mal heben. Ich hatte doch noch hier so ein Streifen von irgendwas. Ich muss mal eben gucken, wo ich ihn hingetan habe. Ich habe so viel Puzzlezeug hier auf dem Tisch. Ich weiß es nicht. Den machen wir auch nach unten dran. Dann haben wir da auch was dran. Den kleben wir so drüber. Genau. Naja, und jetzt werde ich das folgendermaßen machen. Weil, wie will ich das auswählen? Ne? Das ist nämlich auch die nächste Preisfrage. Wie will man das jetzt machen? Ne? Ich werde einfach sammeln. Ich werde einfach alles sammeln und hoffen, dass es wirklich irgendwann alles da ist. Und dann werde ich einfach der Reihe nach einkleben. Vorher kann ich nichts einkleben. Es geht einfach nicht. Denn jetzt kommen Leute und sagen, oh, wir machen nur eine Seite, weil es dann zu voll ist. Ja, Kinder, wie soll ich das regeln? Ne? Wie soll das gehen? Das geht ja gar nicht. Da ist noch so ein Stückchen. Das können wir nehmen. Das können wir gut noch verwenden. Seht ihr mal, so die kleinsten, winzigen Stöckchen, die können wir hier noch verballern. Da ist immer noch eins. Ja, also organisatorisch ist das ziemlich schwierig, weil manche wollen gern mitmachen und wollen aber nochmal gucken, ob sie gucken können oder manche fühlen sich auch nicht so gut. Das soll nicht die Falschen jetzt in den falschen Hals bekommen, ja? Und da ist das eine ganz andere Sache. Da kommt kein Wort der Kritik bei mir. Nein, nein, nein. Wenn jemand krank ist oder es ist irgendwas. Und auf diesem Wege möchte ich einige ganz, ganz lieb grüßen, von denen ich weiß, es steht eine OP an zum Beispiel. Oder, jetzt hat sich das verheddert hier. Oder sie sind sehr krank. Möchte ich ganz, ganz lieb grüßen. Möchte euch ganz viel Kraft und Energie schicken und hoffen, dass ihr alles bald gut überstanden habt. Ich sage nicht wer, das ist ja auch nicht angebracht. Aber ich denke, vielleicht wissen die eine oder andere, weiß vielleicht, wen ich meine. So, das lassen wir auch schon so, wie es ist. Ich finde, das ist ganz schön geworden. Warte mal, habe ich es drin? Ich sehe das so schlecht im Monitor. Ja, ne? Ist okay. Jetzt habe ich noch dieses eine Ticket. Da könnte ich die Rückseite sofort so gestalten, dass wir gedacht haben, wir fangen mal mit sowas an hier. Dass wir das auch verwenden können. Ja, ich weiß selber, wie das ist, wenn man so krank ist. Also, ich habe es selber auch erlebt und ich weiß, wie schlimm das sein kann alles. Ich weiß es wirklich.
So, das ist sehr fragil, das Geschehen hier. Ah, da hatten wir gar keine, da wollten wir doch überall ein Insekt drauf machen. Das machen wir noch. Ist nicht zu spät. Nein, 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 können wir noch gehen. Da hatten wir gar keins drauf gegeben. Das geben wir jetzt einfach hier so drauf. Das ist gut. Haben wir es beim letzten auch nicht gemacht? Nee, doch, da ist eins drauf. Da ist keins drauf. Hier, auf diesem hier. Dann müssen wir da noch ein bisschen nachreißen und kleben es noch mit dazu. Das wollten wir doch eigentlich aufbrauchen, diese Insekten auf diesem. So, finde ich schon sehr, sehr schön. Das haben wir gut gemacht. Okay. Jetzt habe ich hier so viele kleine Stücke rumflitzern. Schwierige Sache. mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, gell? Ja, ist noch so ein ganz komisches kleines Windstück. Da können wir dieses Braune auch noch verwenden, weil das sieht echt klasse aus. Ja, gucken, jetzt fehlen hier noch so kleine Windstücke. Ich denke, wir haben es. Wir wollen mal schauen. Mal nachschneiden. Ja, das war jetzt schön. Man muss einfach mal die Sachen einfach mal rauskrabbeln und mal gucken, ob man irgendwas machen kann. Ne? Gar nicht viel nachdenken. Auf den Tisch legen. Loslegen. Ja. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Hier könnten wir noch irgendwas mit drauf machen gleich, weil mal gucken, beziehungsweise das kann man ja dann machen, wenn man ihn verwendet. Ja, da ist er noch nicht ganz bis zum letzten Ende ausdekoriert. Sondern... Achso, ja, da muss ja auch noch ein Loch rein, natürlich, klar. So, okay. Ja. Ich denke, das ist es jetzt fast schon gewesen. Ich habe jetzt noch was anderes zu tun heute. Ich will mir mal diese Stribbelstreifen hier ganz gut aufheben. Die kann man nämlich wirklich noch gut verwenden. So, ich räume mal kurz ein bisschen zur Seite, damit ich euch zeigen kann, was wir heute so gemacht haben. Der kann auch weg. Okay. Also. Ein bisschen hängt bei mir. Okay. Ja. Die anderen muss ich zusammenlegen gleich. Da habe ich natürlich noch welche, die ich noch fertig machen kann. Ne? Das ist klar. Die lege ich nicht weg so weit vielleicht. Dann könnte ich es bei Gelegenheit nochmal machen. So, also das war jetzt aus den Resten, die ich da auf diesem einen gefunden habe, finde ich süß. Finde ich süß. Und die Rückseite finde ich auch ganz schön. Eins. Das war das. Und das war die Rückseite. Das war das und das war das. Und dann habe ich noch dieses und dieses. Dann haben wir noch dieses und dieses. Und zum Schluss haben wir noch dies gemacht. So, da haben wir schon wieder ein paar schöne Tags, die wir erstmal auf Halde legen können und bei irgendeiner nächsten Gelegenheit auf jeden Fall verwenden können. Und ich werde noch fertig machen ohne euch, weil das wiederholt sich ja jetzt. Das sind diese vier Stück, die mache ich noch fertig, die habe ich noch. Mache ich ähnlich wie die, die ich jetzt gerade gemacht habe. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun und wobei am liebsten würde ich den mal aufheben. Den finde ich ganz klasse, Made with Love. Finde ich richtig klasse. Den sollte ich vielleicht wirklich mal aufheben. Was meint ihr? Ich überlege, den stelle ich mal abseits. Also habe ich noch drei, die ich machen kann. Und das würde ich auch gerne aufheben. Wünsche werden wahr. Das habe ich nur einmal jetzt, glaube ich, noch gehabt. Naja, wir werden sehen. Also, ich habe noch ein bisschen was zu tun jetzt und werde noch ein bisschen vielleicht später weiter basteln. Aber das Klebern ist immer das Gleiche. Das habt ihr jetzt zur Genüge gesehen. Hat man mir gesagt, das Klebern wäre langweilig. Ja.
Kann es nicht ändern, Klebern ist nicht aufregend. Ach, ihr Lieben, ja. Also, wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Macht's gut, bis bald. Bye, bye.